Willkommen heute mal wieder zu einer neuen Folge. Zunächst einmal einer Folge von Clicker Heroes. Seitdem ich zuletzt hier im Spiel was aufgenommen habe, haben sich inzwischen, es gab glaube ich drei Updates und inzwischen spielt sich Clicker Heroes von alleine. Also ich bin hier jetzt schon mitten im Spiel, beziehungsweise auch gerade wieder vor einem Reset. Also die erste Änderung, die ihr schon hier voll in Aktion seht, sind hier diese automatischen Klicker. Ich habe mir inzwischen drei Stück davon gekauft. Die gibt es hier im Shop als neues Item. Und ich glaube, die sind jeweils mit 50 Diamanten teurer geworden. Also der erste war, glaube ich, 100, dann 150 und der dritte hat 200 gekostet und der vierte würde mir hier 250 Diamanten kosten. Und was auch neu hinzugekommen ist, sind Skins, die anscheinend über eben DLCs runtergeladen oder halt aktiviert werden, die dann letztlich wieder für diese automatischen Klicker relevant sind. Was bei den Klickern auf jeden Fall spannend ist, dass ich jetzt einfach einen so einen Durchlauf ziemlich automatisiert laufen lassen kann, weil ich habe inzwischen alle meine Upgrades, alle meine goldenen hier auf den König Midas gelegt. Der ist ja letztlich auch der, der hier mit dem letzten Upgrade einfach nochmal den maximalen Schadensbonus bekommt. Insgesamt hinzugekommen sind neben diesen automatischen Klickern auch noch 5 neue Helden. Ihr seht hier bei 499 geht es erst los. Also Exponent 499 Gold, das heißt, da bin ich auch noch ziemlich weit weg. Keine Ahnung, ab welchem Level das da genau greift. Auf jeden Fall sieht man hier eben neben dem Tuzuchi eben noch 4 weitere, die es dann noch nach und nach zu aktivieren gilt. Mal gucken, ob die Abstände da genauso hoch sind, weil hier der Unterschied zwischen knapp um die 300, wo das liegt, und bis 500, also 200 Exponenten auseinander. So, ansonsten hier wie gehabt, da hat sich nicht viel dran geändert. Also die automatischen Klicker war das erste, was neu hinzugekommen ist. Was jetzt zuletzt neu hinzugekommen ist, ist noch ein weiterer Incident. Und zwar, der sich wiederum auf diese Klicker bezieht. Das heißt, wenn ich die jetzt nicht hier aktiv hätte, weil ich ja gerade wieder an so einer Push-Stelle bin, dann würden die mir hier auch nochmal einen zusätzlichen Goldbonus geben. Das heißt, normal hätte ich im Moment eben den einen Klicker hier, so wie ich ihn hier aktiviert habe. Der ist auch schon auf transparent gesetzt. Der hier halt immer mitlevelt. Und die anderen zwei würden dann mir einfach die Boni ermöglichen. Eben 2 mal 5,2 hoch 8. Prozent dazu. So weit langsam, also ich bin jetzt schon ziemlich lange wieder in diesem aktuellen Durchlauf. Mal schauen, genau, jetzt sind schon 50 Tage und ich bin noch nicht wirklich annähernd an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich resette bald, weil die maximale überwältigende Belohnung auch noch längst nicht ansteht. Mal gucken, ist der nächste eigentlich ein. Genau, also ich bin jetzt bei 1,5 hoch 14 und es geht bis 9, wo ich dann das Maximum raushole. Also es dauert noch eine ganze Weile. Und hier kann ich jetzt auch erstmal wieder noch den Push aktivieren, bevor ich dann gleich in den Reset gehe. Und das Spannende ist auch noch, diese Autoklicker, die haben also was wie eine Nachspielzeit. Also während normalerweise 30 Sekunden bei den Bossfights, was ich euch gleich zeige, mein Klick-Effekt keinen Effekt mehr hat, also der wird dann sofort geblockt, haben die Autoklicker zumindest, zählen die aktuell noch. Aber da mal sehen, inwieweit das eventuell noch als Fehler oder als Exploit später behoben wird, dass die automatischen Klicker halt auch, wenn die Zeit beim Boss abgelaufen ist, auch aufhören zu klicken. So, jetzt hole ich mir erstmal noch den dritten Klicker hier aufs Spielfeld, damit die alle drei aktiv sind. Damit ich jetzt nämlich in der zweiten Runde, also beim ersten Mal habe ich jetzt 7,9 Schaden insgesamt gemacht, das heißt, es sollte kein Problem sein, den Boss jetzt fertig zu bekommen und mal sehen, ob das dann überhaupt greift, weil der wahrscheinlich dann schon vorher tot ist, bevor die 30 Sekunden abgelaufen sind. Aber auf jeden Fall erhöhen die drei Autoklicker da nochmal deutlich den Schaden, weil das irgendwie, obwohl das hier am Maximum geklickt wird, irgendwie doch noch ein bisschen dazukommt. Aber ihr seht, okay, das ist also jetzt ruckzuck zu Ende. Das heißt, da seht ihr von der Nachspielzeit jetzt nichts. Aber auf jeden Fall, normalerweise, wenn die 10 Sekunden dann noch abgelaufen wären, hätten die hier immer noch diese 1,5 Sekunden, bis der Boss wieder verschwindet, dann auch noch Schaden gemacht. Und ich habe auch schon einmal gehabt, da war es tatsächlich mit dem
dritten, also in der dritten Stunde, die man ja am Tag dann klicken kann, dass die gerade so noch den Boss gekillt haben. So, dann jetzt erstmal wieder hier die Pakete einsammeln. Also von 5640 bin ich jetzt wieder ein paar 10er Level aufgestiegen und sammle die jetzt wieder auf meinem König Midas an. Das macht natürlich in der Größenordnung von 800 aktuell auch kaum noch was aus, aber jedes bisschen sorgt ein ganz kleines Tick dafür, eben im nächsten Durchlauf doch nochmal eine weitere Runde zu machen. So, dann jetzt erstmal den Seelenreset. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell sich überhaupt noch auswirkt. 2,5 hoch 16 habe ich jetzt. Und der aktuelle Bonus liegt bei 1,165. Also das heißt, da habe ich ohnehin dann schon die 10% überschritten. Genau, weil 10% wären jetzt 7,4, also 7,4 hoch 15. Das heißt, da bin ich tatsächlich inzwischen drüber. Das heißt, dass ich hier jetzt weniger als 10% letztlich habe. Da muss ich dann ein bisschen zulegen und nach, da ich ja jetzt wieder in der Größenordnung Heldenseelen sammle, die dann den Titanschaden auch beeinflussen. Also jetzt ist ja 7,4 hoch 16. Das heißt, da kommt jetzt langsam ein bisschen Bewegung in die Sache. Das heißt, dass ich dann nach und nach wieder ein, zwei Level, bevor der Überreset kommt, dann auch wieder hier den Titan-Level hochbekommen werde. Aber jetzt erstmal hier die Belohnung einsammeln und dann wie gehabt eine Neuerung. Ich weiß nicht genau, in welchen von diesen drei Updates, die jetzt dazugekommen ist, ist genaue Heldenmengen kaufen. Das heißt, während er bisher, wenn ich hier 100 hatte und das Ganze dann voll war, dann hat er einfach so viele gekauft, wie möglich waren, und dann sind man immer mit diesen krummen Nummern da zusammengekommen, während ich eigentlich hier nur 200 oder zumindest eine schöne glatte Zahl stehen haben wollte. Das ist jetzt eben ja, Geschichte, das heißt, ich kann jetzt hier einstellen und er kauft hier nicht einfach irgendwie so viele wie geht, sondern nur, wenn wirklich diese Gesamtmenge kaufbar ist. So, dann noch den Fortschritt eingeschaltet und hier mal die ersten Updates gekauft. Hier eben bei König Midas, meinem Goldi, werde ich da jetzt schon mal den Daumen drauf setzen. Bei dem gilt das Gleiche, also der hält sich auch dran, wenn ich das so eingestellt habe, dass der nur so weit kauft, solange die Sprünge möglich sind. Und am Anfang ist es jetzt noch ziemlich egal, später werde ich das dann auf 25 runtersetzen, also beziehungsweise eben hier den 25-Faktor stehen lassen, weil es ja immer bloß darum geht, dass er, wenn er einkaufen kann, dass er dann diesen Vierfach-Multiplikator aktiviert und die Zwischenlevel sind eigentlich ziemlich uninteressant. So, jetzt gilt es hier wieder entsprechend aufzuleveln, das heißt zuerst wieder den Mortus anzupassen, also 9,2 hoch 17 ist jetzt aktuell. Ja, jetzt kommen wieder die größeren Sprünge, weil ich jetzt eben mit so viele Heldenseelen einsammeln kann. Das heißt, da kann ich jetzt tatsächlich mit dem gleichen Exponenten kaufen, also 9,2, 7, 8, 9,9 sogar. Das heißt, da kommt noch ein bisschen Bonus dazu und die anderen hier werden wieder lohnender. Also hier habe ich inzwischen 5 bis 6 Monster, die ich nur noch benötige, um ein Level aufzusteigen, und kann hier jetzt auch mal wieder ein Level dazu holen, während ich hier auch schon ein Level im Rückstand gewesen bin. Das machen wir dann jetzt auch, mache ich auch gleich auf 53 und den Rest, mal schauen, wie viel jetzt hier die Achter kosten. Ja, das ist schon, da bin ich dann schon fast am Ende. Dann kann ich hier noch 1,15, dann kann ich hier auf jeden Fall noch einen ganzen Packen drauflegen. Und hier das, na, hier sind schon wieder 4 hoch 15. Das heißt, die lasse ich erstmal noch stehen und setze das andere hier in die Heldenseelen, damit hier eben auch wieder noch ein ordentlicher Bonus dazukommt. Weil aktuell bin ich jetzt bei 7,4 hoch 15, was einen so einen Heldenaufstieg wert ist. Und mal schauen, wie viel es jetzt gleich nach dem Ausgeben der restlichen Heldenseelen aussieht. So, jetzt bin ich schon bei über 8. Und das war es soweit für die Updates. So, das heißt, von 7,5 auf 8,7 ist also hier auch nochmal eine angenehme Steigerung. Und mal sehen, wie sich das dann jetzt auswirkt, dass dann hier jetzt eben möglichst viele
also sind bloß hoch 15. Das heißt, beim nächsten Mal soll ich auf jeden Fall auch die nächste antike Seele wieder dazu bekommen. Und mal gucken, wie lange es dauert, bis ich hier dann, bis ich die maximale Urbelohnung erreicht habe. Und wenn das der Fall ist, dann lohnt es sich nur noch wenig hier zu warten, bis hier die nächsten Seelen zusammenkommen, dann vielleicht noch die eine nächste jeweils zu vervollständigen. Und dann steht es wieder an, das Ganze nochmal von vorne zu starten. Also soweit heute mit den Neuerungen. Also Clicker Heroes spielt sich ab jetzt selber. Ihr müsst es nicht mehr selber aktiv klicken, sondern also auch das aktive Klicken ist nicht mehr aktiv notwendig, sondern ihr könnt mit den automatischen Klickern loslegen und die dann einfach hier drin liegen lassen und euch auch entsprechend den Helden, den ihr priorisiert habt, hochleveln lassen. Und dann einfach nur alle paar Stunden, also ich habe so etwa 4 bis 6 Stunden ist dann so ein Zyklus, bis ich dann einmal an dem Level-Maximum angekommen bin bisher. Und dann könnt ihr schon den nächsten Neustart wagen. Ja, bis zum nächsten Mal und mal gucken, welche Neuerungen hier jetzt demnächst noch zu erwarten sind. Also, tschüss!